Hallo und herzlich willkommen zu einer aufbauenden Minecraft-Welt. Nein, herzlich willkommen und guten Tag zu Minecraft oder zu einem Minecraft-Let's Play. Und ja, ich weiß nicht wirklich, wie viele Folgen ich hiervon machen werde oder was sich hier entwickelt. Aktuell ist eigentlich nur der Entspannung halber da. Und ich dachte mir, ach, machst du einfach mal ein Let's Play draus. Probierst du mal. Und ja, werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Bisschen was bauen will ich auf jeden Fall. Der Plan ist eigentlich, eine kleine Burg zu bauen. Oder ein Sanddorf. Je nachdem, was mir einfällt. Wahrscheinlich wird es eine Burg, weil ich einfach das Thema interessant finde. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch oder es wird euch gefallen. Je nachdem, wie viele es gucken. Falls es überhaupt jemand guckt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ja. Entschuldigt schon mal im Voraus. Minecraft ist nicht ganz so mein Gebiet. Ein paar Sachen kenne ich, ein paar auch nicht. Und ja, ich versuche natürlich so interessant wie möglich zu machen. Gleich von vornherein gesagt, meine Einstellungen hier in meinem Aufnahmeprogramm, habe ich ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, das ist halbwegs vernünftig oder sieht halbwegs vernünftig aus. Ja, am Anfang wird es schätzungsweise 10 Minuten Video. Leider habe ich natürlich mein Handy jetzt nicht hier, um das natürlich abzupassen. Muss ich mal gucken, muss ich nach Gefühl machen. Ja. Und ja, schauen wir mal, was bei rumkommt. Würde ich sorgen. So. Nein, das ist falsch. Wir brauchen erstmal grundsätzlich Spitzhacke. Was? Noch Holzhacke? Da ist der Stuff, den ich brauche. Ja. Ja? Ja, wie gesagt, das Projekt ist mehr oder weniger erstmal nur da als Alltagsentspannung. Ja, falls es tatsächlich irgendwo mal Anklang findet und den Leuten gefällt, dann kann man das natürlich gucken, ob man das weiter auf YouTube oder so hochschmeißt oder nicht. Aber wie gesagt, erstmal ist es Entspannung. Ich erzähle wahrscheinlich ein bisschen was vom Alltag, Berufsalltag. Natürlich nur die Sachen, die man erzählen darf. Die Sachen, die man nicht erzählen darf, die lassen wir natürlich weg. Ja. Und ja. Wer sich fragt, oder das Inventar gerade gesehen hat und denkt, ist doch eine Version 1.9 draußen. Ja, aber ich habe gerade meine Einstellungen so weit hingekriegt, dass es zumindest schon mal vernünftig aussieht und spiele deswegen immer noch auf 1.8. Werde aber demnächst mal mir die nehmen auf 1.9 upgraden. Ja. Gut. So. Aktuell spiele ich allein. Das ist praktisch meine eigene kleine Welt, der ich ein bisschen was bauen werde. Werde mir natürlich einen Platz suchen. Zeig natürlich voll den Scheiß ab. Werde mir natürlich einen Platz suchen, wo ich meine Burg baue. Und wenn ich dann fertig bin und mit dem Projekt auch zufrieden bin, dann gibt es natürlich. Dann wird natürlich weitergezogen erstmal. Und wenn man vielleicht den einen oder anderen findet, mit dem man das dann zusammenspielen kann, wird wahrscheinlich auch ein Server in Erwägung. Erstmal nur die kleine Variante. Mit meiner eigenen kleinen Map und meinen eigenen. Oder. Naja, mit meinen eigenen Ideen, ja. Ich versuche erstmal aus meinem eigenen Kopf zu bauen, bevor ich mir irgendwelche Tutorials angucke. Küchen. Vielleicht brauchen wir ja auch. So, brauchen wir. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn es die erste Folge ein bisschen kleiner wird. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, zu den Einstellungen nochmal. Wird wahrscheinlich ein Rauschen dabei sein beim Mikrofon. Und ich habe schon seit einer Weile keine Let's Plays mehr gemacht. Beziehungsweise die letzten, die ich gemacht habe, war immer World of Warcraft und so. Und jetzt ist ja mehr endlos Let's Plays eigentlich in Minecraft.
Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, zur eigentlichen, oder zum eigentlichen Gedanke. Eigentlich wollte ich eine schöne Burg bauen. Ob es eine richtige Burg wird, müssen wir mal sehen, weil die Sachen müssen ja alle gefarmt werden und es dauert halt alles seine Zeit. Da müssen wir natürlich ein bisschen geduldig sein. Mir halt hier und da mal zugucken, bei langweiligen Situationen, wie das abbauen. Und Fackeln sollte ich mir natürlich direkt auch mal bauen. Der Teil da drum stehen. Gut. Scheiß drauf. Machen wir halt erstmal so. Schicksal. So. Zu wenig stört abgebaut. Wird egal. Mein aktueller Plan ist es jetzt natürlich erstmal Backen zu bauen. Ja, weil die sind wichtig. Bam. Da haben wir damit im Weg. Ja, nicht, dass es zu dunkel ist. Weil der Shader ist ja leider alles ein bisschen dunkel. So. So eine Steinhacke. Putzschlagen. Was ist. Was anders sieht, hat er noch gar nicht gesehen. Erst noch nicht. Mal sehen und gehört auch. Aber na gut. So. Mal erstmal zu. Dann farmen wir erstmal ein bisschen was ab. Tischkratzen. War geil. Auch mal sehen. So, ich hoffe, dass die Aufnahme, wie gesagt, wird. Was ist das für ein Geräusch gemacht? Wir gucken ihn natürlich an. Ja. Wer denn entscheiden? So, Bruchstein gemacht. So. Ja. Deutsche Version, wie ihr seht, ne? Hehe, Bruchstein. Verzeiht's mir. Hoffentlich. Warte mal. Holz. Scheiße. Der Kohle. Wäre auch noch interessant. Minecraft. Bestimmt Minecraft-Wiki. Gibt es mit Sicherheit die vielen scheißen Wiki. Ich nicht wundern. Zu Batman ohne Wiki. Ja doch. Aha. Ja. Aber ich weiß, ihr habt Holzkohle. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist besser? Was hält länger? Ja, Holzkohle oder normale Kohle? Wobei wahrscheinlich wird sich das nicht nehmen. Naja. Gut. Das ist natürlich jetzt nicht Holz. Ist doch eine Kuh da draußen, oder? What? Oh, hi. Hallöchen, komm her, du Sau. No. Können von hinten beglückt. Ja nicht sein. Ja, Schwierigkeitsgrad ist übrigens normal. Ja, weil warum nicht? Dachte ich mir, kann man ja. Verdammt, ich wusste, dass das Loch da ist, aber einfach Shit. Will ich hier runter?
Das ist interessant. Oh, Hallöchen. So. Falls ihr euch jetzt die ganze Zeit denkt, warum macht der Typ das? Hat der Langeweile? Erstens, ja, habe ich. Zweitens, denkt nicht oder erwartet, dass das hier ein Fulltime-Let's Play-Kanal wird. Weil aktuell gehe ich einer Profession nach, also einer Arbeit. Ja. Bin der Typ, ja, der euch den Shit an der Kasse verkauft. Bei welchem Supermarkt oder Counter sage ich euch jetzt nicht. Doch nicht. Vielleicht verplapper ich auch irgendwann mal. Und daher finde ich Lena wahrscheinlich nicht allzu oft die Zeit, jedes Mal Videos zu machen. Ja, und werde wahrscheinlich auch irgendwie irgendwann mal vergessen, wo ich letztens stehen geblieben bin. Also habt da Nachsicht mit. Und ja, vielleicht wird es ja trotzdem witzig. Schauen wir mal. Und wie gesagt, ja, mit der Zeit kann ich gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was man wahrscheinlich, oder was man, also nicht was man wahrscheinlich, sondern was man so als Kassierer erlebt. Ja, da gibt es ja natürlich die krassesten Geschichten im Internet. Und eins kann ich euch dazu schon mal sagen: Großteil davon ist so ja wahr. Ja. Und weiß ich nicht, würde man jetzt sagen, ist das der härteste Job auf der Welt? Nein. Ist er anspruchsvoll? Ja. Anstrengend? Auf jeden Fall. Aber welcher Job ist das wahrscheinlich? So. So. Olia. Spitzhacke ist auch gleich wieder im Arsch. Darf man Arsch auf YouTube sagen? Ich glaube. Ich meine, ich habe schon schlimmere gehört. Naja. Egal. Mial. Dunkel. Mial. So. Wie spät haben wir denn? Auf den Desktop springen. Achtung. Hepp. Ja, ist schon ein bisschen länger die Folge. Und ich würde einfach jetzt mal hier, ja, ich meine beim ersten Abbauen, klar, ist ein bisschen langweilig. Ne? Aber ich würde jetzt hier erstmal wunderschön in der Nacht mit roten Wolken und geiler Lava über den Kopf, würde ich jetzt erstmal einen Schlussstrich ziehen. Danke erstmal für das Einschalten. Ne? Und ich weiß, die ersten Folgen sind immer am langweiligsten, weil man erstmal versuchen muss zu überleben. Aber das wird wahrscheinlich noch besser. Also danke fürs Einschalten, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.